Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Cross. In der letzten Folge haben wir einen Albtraum gehabt. Wir haben Lina gesehen, die uns dazu verdonnert hat, ihr Komodo-Schuppen zu sammeln für eine Halskette. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch ein paar Sachen erledigen, die sich hier oben zum Beispiel noch befinden. Na, ich glaube, das war das falsche Haus, oder? Nein, sogar das Richtige, wo ich hin wollte. Und zwar, wenn ich das überprüfe... Genau. Kriegen wir einen Photon Ray. Sehr schön. Okay. Das ist das, was ich noch holen wollte. Und dann wollte ich mit diesem Typen hier reden. Yo, Surt! Was denkst du von diesem Schwertfisch? Oder Sägefisch? Hast du jeweils einen in dieser Größe gesehen? Ha! Der muss bestimmt vom legendären Drachenkönigpalast sein. Meinst du nicht auch, Serge? Und wir sollten sagen... Du hast wahrscheinlich recht. Du meinst... Denkst genauso? Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Wenn es wirklich wahr ist, dann wird es von mir nun nur noch Glücklichkeit in mein Leben geben. Das Geschäft wird boomen. Das Geld wird reinkommen. Ich würde sogar in der Lage sein, mein Dach zu reparieren, mein Boot zu erneuern, mir ein neues Segel kaufen. So viel Tintenfischmagenpasta zu essen, wie viel ich will, in Termina. Ah, das Leben ist toll. Ja, genau. Also, wem erzähle ich das? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber danke, Serge. Danke, dass du mitgespielt hast. Hier ist etwas für dich. Gib es einem Mädchen, dem du magst. Und Serge hat eine Komodo-Schuppe bekommen, ohne etwas dafür zu tun. Ich wünschte, die trotzdem die Legende wäre wahr. Der Drachenkönig-Palast. Ah. Das gibt nicht so viele Träume zurzeit. Ha! Ja, wir könnten entweder den gleich behalten für Lina. Aber ich werde ihn gegebenenfalls schon mal verschenken. Und zwar an diesen Jungen da. Hey, Sergi, weißt du, was momentan beliebt in diesen bei den Mädchen im Dorf ist? Eine Halskette, gemacht von Komodo-Drachenschuppen. Weiß schon, diese Monster, die Feuer spucken. Ich möchte eine für Kiki machen, aber es gibt keinen Weg, wie ich diese Monster schlagen kann. Oh nein, wenn ich nicht etwas dagegen tue, könnte Kiki sich in Lolo verlieben. Oh Junge, bin ich in einer Zwickmühle. Na, dann helfen wir ihm doch. Und zwar geben wir ihm die Komodo-Schuppe, die wir gerade bekommen haben. Warte eine Minute. Sergi, ist das eine Komodo-Drachenschuppe? Oh, ist nicht wahr. Oh Serge, kannst du sie mir bitte geben? Bitte, 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 bitte. Och, bitte, Sergi. Ich werde dich nie wieder um etwas anderes im... nie wieder um einen Gefallen bieten. Für den Rest meines Lebens. Nun, bitte. Und wir können sie entweder so geben, sagen nö, oder sie für 1000 Gold verkaufen. Aber ich bin kein Arsch und gebe sie dir einfach so. Wirklich? Bist du dir sicher? Jo, wunderbar. Danke, Sergi. Hier, lass es mir... Lass mir dir das geben. Verwende es weise, okay? Und wir kriegen einen Uplift. Ach ja, und noch eine weitere Sache. Weißt du, was Pushuls Lieblingsspeise ist auf der ganzen Welt? Hagrim-Knochen. Sie wird alles dafür tun, eins von denen in ihre Pranken zu bekommen. Sie wird dir jeden Befehl folgen, wenn du ihr einen gibst. Wenn das nicht Hinweis genug ist, weil alleine kämpft sich ein bisschen schlecht. Ich glaube, wir werden dieses Partymitglied auch holen. Und, oh, ich sollte es nicht draußen verlassen. Ach ja, und wer ein Tutorial braucht zu dem Kampfsystem des Spiels, das macht unser lieber Dorfältester Radius, der erklärt uns von wegen Elemente und so. Ich werde das Tutorial nicht durchgehen, ich werde es euch versuchen, so gut wie möglich zu erklären,
Falls trotzdem weitere Fragen aufkommen, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es so weit wie es geht versuchen zu antworten. Sofern meine Fähigkeiten es entsprechen. Und jetzt reden wir mal mit Pushul. Pushul. Pushul? Pushul, komm her. Da. Ich bin nun etwas beschäftigt. Vielleicht nächstes Mal. Du. Pushul, ich hab was für dich. Oh, Pushul. Da. Ah, ist das ein Heckrenknochen? Zerzipu, ein Geschenk für mich? Oder wolltest du das akzeptieren oder nicht akzeptieren? Ich akzeptiere dein Präsent und ich werde dir helfen. Ich werde alles tun, was du willst. Es ist mir eine Ehre, bei deiner Seite zu sein. Ich werde meine Pretty Miracle Power X benutzen. Wir werden es schaffen, Zerzipu. Und wir haben Pushul in unsere Party bekommen. Yay! Und ich habe absichtlich gelispelt. Ja, Pushul. Ganz knuffig. Der wird uns noch gute Dienste leisten. Also, lassen wir es dabei. Und jetzt läuft Pushul hinter uns her, was irgendwie total knuffig ist. Obwohl ich kein Hundemensch bin, ich bin eher ein Katzenmensch, aber okay. So, in dem Eimer könnte ich meinen, da war noch ein Element. Jetzt. Und wir haben ein Aquabeam gefunden. Sehr schön. Okay. Dann will ich noch da reingehen in das Ding des Dorfältesten. Und diesen grünen Kristall, den ihr seht, das ist der Speicherpunkt. Aber die blöden Kinder, Eltern, was auch immer, lassen mich nicht daran. Also, ja. Dann will ich das Gemälde überprüfen. Ich will das Gemälde überprüfen, sage ich. Ich sagte, ich will... Jetzt hat. Und wir haben einen Cure hinter den... Rahmen gefunden. Sehr schön. Raus mit uns. Okay. Gut. Schauen wir mal. Wir werden jetzt schon mal Elemente ausrüsten. Und zwar indem wir auf Allocate gehen. Am besten... Es ist immer gut, verschiedene Elemente dabei zu haben, weil... Ja. Es wäre relativ nützlich. Okay, wir haben einen Cure drin. Ich will ihnen aber ein Photon Ray geben und ein Aquabeam. Oh ja. Yeah. Und dann rüsten wir auch noch gleich Pushul aus. Pushul kriegt mal ein Cure. Dann kriegt er noch zwei Uplifts. Genau. Sehr schön. Okay. Wie gesagt, das Spiel spiele ich wirklich semi-blind, weil, ja. Ich habe es wirklich noch nie vorher gespielt, also es, ja. Aber ich habe nur das Let's Play davon gesehen. Aber ich freue mich schon, ehrlich gesagt. Mir gefällt es wirklich. Und dieser Lag kam wirklich von meiner PlayStation 3. Boah. Sprite Lag. Wahnsinn. So, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt schon mal zu den Ex. Gehen wir noch ins Cape Howl. Weil da gibt es auch noch ein paar Items zu holen. Und zwar da. Und zwar ein hier. Sehr schön. Weil Cape Howl ist übrigens relativ optional an diesem Zeitpunkt, aber weitere Elemente zu haben, tut ja nicht weh. Und wir haben einen Knochen gefunden. Sehr schön. Und dann kämpfen wir mal gleich gegen diesen Typen, weil ich würde euch echt empfehlen, kämpft... Auch wenn ihr keine Level-Ups von den Typen kriegt, ihr kriegt Stat-Bonuses und die wollen wir. So. Und jetzt erkläre ich euch halbwegs mal die Elemente. Wie gesagt, für jeden Angriff, den wir erfolgreich ausführen, laden wir unser Element Grid auf, mit dem wir dann Elemente wirken können.
Und diese haben Einfluss auf das Field-Effekt. Field-Effekt bestimmt dann, je nachdem, welche Elemente wir einsetzen, wie stark unsere Attacken werden. Wie ihr seht, wir haben einmal weiß, einmal blau, einmal grün. Und die haben Element blau. Also würde ich nicht mit dem blauen Element angreifen, weil das sie eventuell heilt. Also greife ich mal mit einem Photon Ray an. Und schon ist der erste hinüber. Okay, Pushul, du greifst den da an. Weil die Typen können relativ gut auf die Nerven gehen. So, Pushul, du setzt mal ein Uplift auf den Sand Squirt ein. Wie ihr seht, für jedes Element, was wir einsetzen, ändert sich das Field-Effekt. Weil das wird noch relativ strategischen Nutzen haben. Vor allem, je mehr wir von dem Field-Effekt ausfüllen mit der gleichen Farbe, desto stärker werden die Elemente der jeweiligen Farbe. Demzufolge, ja. Man muss echt aufpassen, welche Attacken man einsetzt. Vor allem bei welchem Gegner. Weil der könnte uns mit dem Field-Effekt auch ganz schön in die Tonne kloppen. So, Search, und jetzt greifst du nochmal den Typen an. Und dann würde ich sagen, okay. Ach ja, und wir können Elemente pro Kampf nur einmal einsetzen. Ich weiß nicht, ob Aquabeam was bringt. Probieren wir es mal einfach. Ah ja, ganz gut, Schaden macht's. Ja, erster Kampf gewonnen. Und Search hat ein HP mehr bekommen und Pushul genauso. Und wir heilen uns, wenn wir Elemente haben, aber okay. Ja, und so funktioniert eigentlich der Kampf eigentlich. Aber ich denke, ich werde es genauso wie bei Shadow Hearts machen. Ich werde die Kämpfe gegen bekannte Gegner schon mal rausschneiden. Und Search hat wesentlich mehr HP bekommen. So, okay. War da noch was? Nein. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal da hoch. Um das zu lesen. Genau. Da steht etwas auf diesem Stein, nämlich was ich gerne lesen möchte. Ich sagte, ich will das lesen. Ich will das lesen. Ich will das. Ach, du bist nicht lustig, Stein. Ich lass mich doch nicht von dir natzen, Stein. Leck mich. Vielleicht kann ich es auch jetzt noch nicht lesen, weil ich noch zu Echsenfelsen muss. Und nochmal. Das war einfach. Okay. Du auch noch. Ja, und wir haben wieder einige Items bekommen. Ach ja, ich sollte vielleicht Search noch mit den Elfenbeinhelm ausrüsten, den wir neulich gefunden haben. Yep. Bitteschön, Searchy. Okay. Soviel zum Kampfsystem. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir zum Lizard Rock und kümmern uns um die Komodo-Drachenschuppen, wenn es wieder heißt Let's Play Chrono Cross. Ich bin Mahagon LP, bis zur nächsten Folge. Macht's es gut!